Ja, hallo ihr Lieben. Heute sind wir schon an Tag 3 unserer 5-Tage-Challenge Pferdetraining bei sich begonnen. Und unser heutiges Thema ist, was deine eigene Geschichte, dein Leben, was du erlebt hast, was du mitbringst, was du vielleicht aus deiner Kindheit oder was du geerbt hast, was das ausmacht fürs Pferdetraining und für dich. Und wir möchten heute, Mera und ich möchten heute einfach dir ein bisschen ein paar Sachen an die Hand geben, worauf du vielleicht achten kannst, wo du nämlich solche Sachen bemerken kannst. Wir haben ja schon dieses Video gemacht oder den Podcast, besser gesagt, zum Thema Veränderung. Und natürlich eben spielt das genau da hinein. Mera hat jetzt zwei Geschichten aus ihrem eigenen Leben, die dir ein bisschen zeigen können, wie sich sowas auswirken kann. Ja, hallo. Ja, ich fand es eine ganz spannende Frage. Also Antoinette hatte diese Frage so, wie beeinflusst mich eigentlich meine eigene Geschichte? Und erstmal dachte ich so, soll ich denn jetzt damit? Und dann ist mir so klar geworden, da kommt dann, glaube ich, auch wieder dieses Thema Glaubenssätze hoch. Wir haben natürlich, um lebensfähig zu sein, ganz viele Muster uns angeeignet, denen wir uns selbst nicht mehr bewusst sind. Und ich glaube, so richtig angefangen, ja, das krasser zu beleuchten, habe ich, glaube ich, tatsächlich den Teil eher wieder in den menschlichen Beziehungen. Und so das erste Muster, was mir damals aufgefallen ist, ist, dass ich in Momenten, wo ich mich verletzt fühle oder nicht gesehen fühle, dazu neige, mich eigentlich erstmal zurückzuziehen und eiskalt zu werden. So nach dem Motto, das ist jetzt überhaupt nicht mehr schlimm und das geht mich jetzt auch gar nichts mehr an und dann tut es auch weniger weh. So, das war so ein ganz gängiges Muster, in dem ich drin gehangen habe. Und das hat sich bei den Pferden nicht ganz so widergespiegelt, weil ich das weniger emotional genommen habe als auf einer partnerschaftlichen Ebene. Das war also bei mir vor allen Dingen die Partnerschaften, wo ich dieses Muster entdeckt habe. Bis dann irgendwann Veit Lindau, glaube ich, gesagt hat, er hat so dieses Bild geliefert, im Feuer stehen zu bleiben und was auszuhalten, zu lernen, das auszuhalten und sein eigenes Muster dazu durchbrechen. Und das war für mich so ein ganz großer Schlüssel, weil da ist mir das auch erst angefangen, bewusst zu werden. Weil vorher stand ich immer da und dachte, naja, ich finde es ja völlig gerechtfertigt, wie ich mich fühle, weil der andere löst es ja aus und der ist schuld mit seinem schlechten Verhalten. Und ich glaube, dieses Muster haben wir bei den Pferden auch. Ne? Mhm. Wir stecken nur in der Situation, weil mein Pferd sich meint, da immer erschrecken zu müssen und durchzugehen und sich einfach nicht unter Kontrolle hat. Und dann passiert nämlich auch, glaube ich, genau das. Entweder wir werden so richtig wütend und explodieren völligst ungerechtfertigt oder dieser Rückzug findet statt und das Abkapseln. Und mir hat es eben ungemein geholfen, da zu sagen, nein, ich mache das nicht. Ich halte das jetzt einfach mal aus und warte ab, was passiert. Und das hieß, man bleibt oder geht in die Verbindung, obwohl man gerade verletzt ist. Und das, finde ich, ist so ein mittlerweile für mich der Schlüssel geworden, um auf eine neue Beziehungsebene zu kommen, sowohl mit Menschen als auch mit Pferden. Und es ist auch so wichtig, das zu erkennen. Also ich hatte so das nächste Muster, in das ich immer wieder hineinfalle, ist, dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich hätte gerne Garantien dafür, dass wenn ich jetzt einen Weg anfange, gerade mit den Pferden, ne, dass das dann auf jeden Fall zu 100% der richtige ist. Und das war auch so für mich ganz schwer zu akzeptieren, dass es da keine Generalanleitung gibt. Wenn ich nach der arbeite, dann funktioniert das zu 100%. Und da bin ich dann nämlich in mein nächstes Muster gefallen. Das fand ich auch ganz spannend. Das hat auch einen Moment gedauert. Dann war natürlich klar, ich habe schon immer viel Unterricht genommen und es ist mir bis heute ganz, ganz wichtig, regelmäßig Unterricht zu nehmen, um eben nicht in reiterliche Muster zu verfallen und sich natürlich auch weiterzuentwickeln. Aber dann ist was ganz Süßes passiert. Ich hatte dann das Gefühl, ich muss auf jeden Fall mein bestes Pferd nehmen zum Reiten und zum Unterricht, weil sonst könnte jemand anders denken, dass ich was nicht kann. Und das war auch schon lange, bevor ich Trainer war. Dann hatte ich das Gefühl, ich nehme jetzt Unterricht, um besser zu werden, aber ich zeige nicht, dass ich was nicht kann. Und das war für mich auch so ein ganz wichtiges Muster, das zu durchbrechen und zu sagen, halt, stopp. Ganz im Gegenteil, ich muss genau das Gegenteil machen. Ich muss mir das Pferd aussuchen, mit dem ich gerade am allerwenigsten klarkomme, bei dem ich die meisten Fragezeichen habe und einfach dazu stehen, dass ich hier gerade Hilfestellung möchte. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Schritt, weil für mich hat sich das unglaublich mutig angefühlt,
zu sagen, hier sind meine Schwachstellen oder unsere Schwachstellen und jetzt hilf uns bitte. Und im Prinzip war es das Beste, was ich machen konnte, weil durch dieses, da kommt auch wieder das Aushalten, ne? Auszuhalten, dass man gerade irgendwie sich so ein bisschen frei macht, glaube ich, war dann genau der Punkt, diese Erfahrung dann im Gegenzug auch zu machen. Das war natürlich meinen Trainern völlig egal. Denen war ja total klar, dass sie kommen, um mir zu helfen. Und das ist ja auch das, was sie mit Leidenschaft machen. Sie haben ja nicht erwartet, jetzt jemanden in Perfektion vor sich stehen zu haben. Und das waren so diese ganz wichtigen Schlüssel. Und da kann ich euch nur immer wieder ermutigen, achtet darauf, was sind dann so eure Wege oder Handlungsmuster, in die ihr reinfällt und die sich für euch völlig normal und logisch anfühlt und in denen ihr auch wirklich in dieses reinrutscht, die anderen sind schuld. Also ich glaube, das ist sowas, was einen da sehr, sehr gerne begleitet. Die anderen sind an deiner Situation schuld, weil wegen denen, wenn die nicht so wären, dann wäre man selbst da nicht. Ja, ist natürlich auch oft richtig, bringt uns aber nicht weiter, weil dann müssten wir den anderen verändern und Veränderung beginnt immer in uns selbst und das ist auch das, was ich euch mitgeben kann. Auch mit den Pferden, es bringt gar nicht zu denken, dass euer Pferd an irgendwas schuld ist. Selbst wenn euer Pferd euch das Leben schwierig macht durch Verhaltensweisen, ihr müsst anfangen, anders zu denken, weil dann geht es ins Lösungsorientierte rein und dann kann man wirklich anfangen, an Themen zu arbeiten. Solange die Einstellung ist, der andere muss sich verändern, damit es einfacher wird, kommt man, glaube ich, immer wieder an dieselben Punkte ran. Ja, das Spannende im Zusammenleben mit Pferden ist ja, also das Pferd hat genauso seine Muster. Ja. Also eigentlich treffen sich zwei Lebensgeschichten, die schon in sich ihre Muster haben und manchmal passen die ja zusammen. Also wenn beide sich zurückziehen, wenn es schwierig wird, ja, dann fehlt eben dann die Verbindung. Also, ja, oder der eine explodiert und der andere zieht sich dann zurück. Denn genau. Der explodiert, steht auch alleine da und der wird noch wütender, weil da ist niemand, der ihn hält. Ja, genau. Und genau, diese Feigling, ja, taut er ab. Ja, genau, so richtig so. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich meine, gerade mit den Tieren, also ich denke mal, wir können nicht erwarten, dass das Tier zuerst beginnt, seine Verhaltensmuster zu ändern. Ne? Also da denke ich, glaube ich, dass wir einfach fähiger sind, zuerst zu reflektieren und dann ein Konzept entwickeln können, wie wir dem Pferd helfen können, das zu erlernen und Vorschläge zu integrieren, was es ihm auch leichter machen, im Leben klarzukommen. Ja, ja, und ich denke, dass es einfach auch wichtig ist, sich der Muster des Pferdes so weit wie möglich auch bewusst zu sein. Also halt, wie reagiert dieses Pferd jetzt auf sowas und sich danach dann so gut wie möglich quasi Hand zu bieten, eine Brücke zu bauen, ja, damit das, zum Beispiel Tari ist so, ja, da ein Funzelchen Fehlverhalten und seine Welt ist erschüttert, einfach, also irgendwie ein lautes Wort zu einem anderen Pferd und er, mein Gott, irgendwie die Welt ist heute nicht mehr gut so. Und ich habe mich auch schon geärgert darüber. Ich dachte, mein Gott, ja, jetzt führe dich doch nicht so auf. Also echt, es ist ja wirklich, solltest du es doch wissen jetzt. Ja, wir hauen dich nicht und nichts dergleichen wird passieren. Aber es bringt nichts, wenn ich mich darüber ärgere. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Noch weniger davon runter, weil er merkt ja auch noch, dass für dich gerade was absolut nicht in Ordnung ist. Genau, genau. Ja. Mir fiel dazu gerade ein, das fand ich ganz spannend, wir hatten ja gestern das Thema, oder du hast ja gestern das Thema beleuchtet, ob der Mensch ein Vagotoniker oder ein Sympathoniker ist. Mhm. Ich denke, dasselbe können wir uns bei unseren Pferden auch fragen. Ja. Die eher handlungsunfähig werden oder die irgendwie, huch, da bin ich jetzt mal weg, das ist jetzt. Ja. Ne? Und umgekehrt, also ich kann euch wirklich auch nur ans Herzen legen, überlegt, welcher Typ seid ihr denn? Weil dann sind da auch wieder in diesen Momenten akute Ideen da, wie ihr da rauskommen könnt aus eurem Muster oder eurem Handlungssystem. Ja, genau. Ich habe ja dann Text dazu noch geschrieben mit diesen konkreten Tipps, wo man sich am besten den aussucht, der einem am besten entspricht, einfach der. Genau, genau. Ja, schön. Ja, es gäbe noch unendlich viel zu erzählen zur eigenen Geschichte mit Trauma und Epigenetik und Nervensystem. Aber für heute. Ja, für heute wollen wir euch, glaube ich, einfach ermutigen, da selber mal reinzuspüren und drüber nachzudenken, wie ihr eigentlich damit umgeht, wenn irgendwas
euch auf einer emotionalen Ebene anfängt zu verletzen? Was sind da so eure Schutzmechanismen? Werdet ihr wütend? Zieht ihr euch zurück? Werdet ihr hilflos? Also ich denke, da gibt es so viele Facetten. Bricht für euch so eine Welt zusammen wie für Tari, ne? Selbst wenn man nur am Rande mitkriegt, das kann ja auch sein, dass man quasi da so sensibel ist, dass man das gar nicht mehr sortiert kriegt. Ja, genau. Was auch immer es ist, ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, dass man sein Muster erkennt, weil dann kann man anfangen, Maßnahmen zu finden, wie man da rauskommt und das wieder erlernen. Ja. Genau, und die Veränderung wird sich immer zuerst anfühlen, wie im Feuer stehen zu bleiben, weil du eben nicht mehr den normalen Fluchtweg gehst quasi. Ja, und es erfordert, glaube ich, auch Mut und Bereitschaft, das jetzt aushalten zu wollen. Ja, und es eröffnet wirklich neue Möglichkeiten. Ja. In diesem Sinne, bleibt mal schön im Feuer stehen. Und alles Gute für euch. Ja, liebe Grüße. Okay.